heutigen Abend wurde die Feuerwehr Fischbeck zur Unterstützung gerufen in der Bauernschaft von der Gemeinde Fischbeck-Astrup. Dort ist ein ortsansässiger Arbeitsbühnenverleiher mit seinem Fahrzeug in den Graben gefahren. Und wir unterstützen derzeit noch die Bergungsarbeit mit Ausleuchten und auch das Fahrzeug halbwegs wieder fahrbereit zu machen. Dieses Fahrzeug, was da in die Wärme gekommen ist und von der Straße abgekommen ist, hat zwei Bäume beschädigt und auch halbwegs umgefahren. Die mussten jetzt beschnitten werden, damit der Kran auch durch die Bergungsarbeiten nicht durch diese abgefahren oder die umgekippten Bäume gestört wird. Ja, dieses Fahrzeug, was in den Graben gefahren ist, diese Arbeitsbühne wiegt 18 Tonnen circa und wurde von einem ortsansässigen Kranbetrieb hier aus der Gemeinde herausgehoben. Das ist natürlich kein kleiner Kran, wie man ihn kennt, sondern schon eine Nummer größer. Dem Fahrer ist zum Glück nichts passiert, aber alles andere kriegen wir schon geregelt. Ja, Schaden, wenn wir danach sehen. Neu war das Auto etwa 400.000 Euro und ist leider noch kein Jahr unterwegs, aber ist nur Material. Toi, 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 der Fahrer ist top, wieder zufrieden. Unterwegs einmal rechts ein bisschen von der Straße abgekommen und hat versucht dann gegenzulenken, um wieder auf die Straße zu kommen. Und das war wohl zu stark gegengelenkt und auf einmal hat er gepackt und hat den Schwung komplett rüber auf die andere Seite gekriegt. Und er rief mich ja aus dem Auto an, du Elmar, ich habe dein Auto geschrottet. Ich sag, wie geht's? Ich sag, mach mal ein Foto, sag ich, ne? Das geht nicht, ich bin noch eingeklemmt, sagt er zu mir. Aber rief mich sofort an. Nee, er ist gut drauf und er kam auch selber rausgeklettert nachher.